Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dagobert TV. So, es ist noch 4 Uhr morgens, die Sonne ist noch nicht aufgegangen und ich habe euch aus einem ganz bestimmten Grund jetzt während der Dunkelheit schon dazu geholt. Und zwar möchte ich mit euch hier die Stromgeschichte aufgebaut bekommen, bevor die Sonne final aufgeht. Ich werde jetzt nicht großartig irgendwas veranstalten, dass das direkt hier alles fertig ist. Mir geht es primär einfach darum, dass die Solarzellen stehen und schon mal am Batterienetzwerk angeschlossen sind. Das Batterienetzwerk werden wir nachher nochmal zerpflücken. Wird es also jetzt aktuell noch kein. Jetzt muss ich mal kurz mal gucken. Da habe ich sie angeschlossen. Dann geht es hier weiter. Und hier. Zack. So, und dann werden wir parallel dazu direkt schon mal den zweiten Batteriekreislauf aufmachen. Den stellen wir hier hin für den zweiten Plasmaschocker. So, und den werde ich jetzt auch relativ simpel verdrahten, wenn ich noch Kabel hätte. Meine 1A-Vorbereitung wieder an dieser Stelle. Sehr schön. Wir holen noch mal eine Rutsche Kabel von oben. Zack. Irgendwas vergesst da immer. Machen wir gleich zwei, da brauchen wir einige von jetzt. So. Dann schließen wir die beiden Batterien hier noch an. Nee, machen wir anders. Ich mache das so. Und so. Und hänge die hier daran. So, und dementsprechend sollte sich die jetzt in die Richtung da entladen. Und damit wir auch genug haben, brauchen wir jetzt nochmal Impulstransformator und elektrische Platte. Das optimalerweise dreimal. Mal gucken, ob das klappt. So, elektrische Platte. Dreimal hat schon mal geklappt. Impulstransformator dreimal hat auch geklappt. Ich bin beeindruckt. Offensichtlich kriegen wir alle drei Batterien aufgewertet. Das wäre der Oberhammer. Dann hätten wir da vier Solarpaneele dran. Was bedeuten würde, dass wir insgesamt, wenn wir sie denn alle voll kriegen, mit 400 km an den Start gehen. Bums. Sauber. Das heißt, wenn es dann hell wird, ballern die vier Paneele diese Batterien voll. Das sollte mir für den Moment erstmal noch genügen. So, dann stopfen wir jetzt hier das Loch und dann kümmern wir uns weiter um den Stromkreislauf. Hier, da, dort. So ist, glaube ich, ganz gut. Zement und diese komischen Steinchen. Holen wir das auch noch, dass wir das auf Metall hochkriegen. Nee, hier wenn. Ja, so viel ist es nicht, aber ich bin mir sicher, dass wir hier noch was haben. Hier ist noch Zement. Und na, das ist ja jetzt nicht herausragend viel. Nehmen wir die noch mit, falls es hier keine mehr gibt. So, die hätten wir noch im Angebot. Ja, reicht aber nicht. Komm, ich mache noch ein paar. Ich mache eben noch ein paar. Was soll's? Zack. So, jetzt reicht's aber. So, dann werten wir den Spaß da vorne auf. Einmal Stein. Einmal Eisen. Naja, ist jetzt ein bisschen hochgeraten, aber nicht weiter wild. So. Gehen wir hier nochmal eben die Reparaturklauen durchballern. Die haben nämlich hier doch ganz schön gelitten schon, die Wände. Aber muss ich zu meiner Schande auch gestehen, ich bin da jetzt nicht der Typ, der nach jeder Horde hier durchgeht und alles repariert. Ich kümmere mich lieber um die Löcher, das reicht. Wobei für die nächste Nacht, da ich sie jetzt quasi ermutige, hier vorne hinzulaufen, wäre schon ganz gut, wenn wir hier ein bisschen die Sachen auf Vordermann haben. So, laufen wir eben noch mal in die andere Richtung. Ja, hier hinten. Also die kriegen schon zwischendurch mal eins auf den Nuss.
Ist einfach so. Ja gut, hier zur Ecke hin wird es entspannter. Denkst du? Okay, die Wand braucht kleine Steine. Haben wir da noch irgendwo welche? Holen wir uns. Die droppen die Dinger doch mittlerweile auch schon. Und da liegt auch noch einer rum. Ah, viel war es jetzt nicht, aber besser als nichts. So, die ganze Ecke hier ist sowieso doppelt und dreifach geschützt. Also von daher sehe ich das jetzt nicht mal. Sieht nicht so schlimm. Gut, so, dann haben wir den Teil fertig. Bevor ich jetzt hochrenne, brauchen wir natürlich auch noch zwei von. Wo sind sie? Den guten Menschen hier. Aber erstmal Schalter. Zwei Schalter. Schalter, Klebeband und Nägel brauche ich noch. Die hauen schon wieder meine Wände. Schalter hat er. Klebeband hat er. Und Nägel hat er. Da nehmen wir jetzt auch mal einen Schwung von mit. Dann können wir nämlich doch fertig reparieren hier. Ja, auch nochmal eben dran lang. Aber hier ist alles soweit okay. Ja, ich denke, die Sachen sind jetzt nicht der Rede wert. Jetzt will ich aber trotzdem nochmal einmal hier dran lang gucken. Ne, der Rest ist okay. Perfekto. Komme ich hier rauf? Tue ich. So, dann wäre jetzt die große Frage, wo installiere ich jetzt die beiden Schalter? Ich glaube, ich mache das einfach mal ganz kurz und knapp hier. Schalter, Schalter, Schalter. Schalter 1 und Schalter 2. Elektronische Stromkreise, zwei Stück. Ich bin echt gespannt, ob das mit dem Kupfer ausreicht. Wir haben noch nicht mal den Plasmaschocker und ich glaube, das meiste Kupfer ist schon weg. Jetzt brauchen wir zwei Drähte noch. Naja, gut. Ein bisschen was haben wir doch noch. Alles gut. Die hier waren es, zwei Stück. Kriegen wir die Schalter auch schon aufgepumpt. Deaktivieren. So, und dann können wir die erste Batterie hier ja schon mal hier durchziehen. Ist das schon mal erledigt? Gut, dann als nächstes zwei von den Jungs. Also nochmal zwei Schalter, zwei Stecker, zwei Transistoren. Also zwei Stecker, zwei Transistoren, zwei Schalter. Und dann noch ein Schwung Stangen. So, das sollte genügen. Kann gerade überlegen, die stelle ich doch einfach hier auf den Boden, oder? Eh keinen großartigen Wert, da jetzt irgendwo an der Wand zu stehen. Warum geht's nicht? Doch geht. Muss nur den entsprechenden Platz finden. Perfekt. So, und dann können wir weiter kabeln. Also, die beiden gehen auf jeden Fall schon mal von hier nach da und von hier nach da. Die Einstellungen machen wir gleich erst, weil die müssen ja erstmal aufgewertet werden. Wenn ich denn darf. Nochmal zwei von denen und Platten und Stangen ohne Ende. Also brauchen wir nochmal eine Rutsche Äste. Also nochmal acht Drähte.
Nope, das genügt nicht. So, wo kriegen wir jetzt ein paar Äste her? Hier nicht. Da. Viel ist das jetzt auch nicht. Und hier auch nicht. Schade eigentlich, dass man nicht noch Baumstämme in Äste umwandeln kann. Das wäre mal sowas von cool. Aber gut, ist wie es ist. Oh, ich habe gar keine Eisenbahn. Ja gut, das ist das kleinere Problem. Das kriegen wir auf jeden Fall geändert. So, hoffen wir mal, dass das ausreicht. Ich die Dinger jetzt? Ach so, habe ich gar nicht gebaut, ich Idiot. Ah, so viele Stangen. Also nochmal 6 Stangen weg und dafür nochmal 10 Platten. 6 Stangen weg, dafür 10 Platten. Oh, geht ja genau auf. Geht ja genau auf der Spaß. So. Eins. Wow. So wirklich? Noch 2 von den Dingern. Nochmal 8 Drähte. Warum habe ich das Gefühl, dass wir damit nicht einen Plasmaschocker aufgebaut kriegen werden? Alles andere steht. Kabel haben wir auch genug. Batterien tanken fleißig. Weil die wirklich voll kriegen, bin ich mir auch noch nicht sicher, aber werden wir sehen. So. Dann gehen wir einmal die Maschinen eben auftanken. Mal gucken, was wir da noch an Kupfer rausbekommen. Und ein paar Äste hätte ich ganz gern. Wie sieht die Ecke hier aus? Die kriege ich ja auch öfter mal einen mit. Ich muss das echt unbedingt mal alles auf Metall hochjagen. So, und ab hier müsste Ruhe sein. Ja, ist okay. Gut, Maschinen wollte ich machen. Immer diese Ablenkung. 3 Kupfer. Ja. Zeigt er uns gar nicht erst. 5 Kupfer. Naja. Naja. Machen wir so und so. Sorgen wir uns noch ein paar Äste. Äste, Ranken, vollkommen egal. Wird eh alles zu Ästen nachher. Vielleicht spawnt uns da über irgendwo noch ein Eisenbrocken mit rein, aber ich glaube, hier in dem näheren Umkreis habe ich wirklich alles schon abgegrast, was man hätte mitnehmen können. Warum droppen die Zombies eigentlich kein Kupfer? Die droppen einen Scheiß. Aber Kupfer haben die nicht in der Tasche. Kann es nicht als Zahlungsmittel irgendwie einfügen? Selbst wenn ich das zerlegen müsste, irgendwie so Geldmünzen oder sowas. Was man zu Kupfer umwandeln kann. Nur mal so als Idee. Ein Kleingeld hat doch irgendwie jeder irgendwo. Hosentasche, Portemonnaie, irgendwas hat man ja meist dabei. Da wird man jetzt wahrscheinlich keine Unmengen rauskriegen, aber wenn man da irgendwie sagt, keine Ahnung, für 5 Münzen oder so kriegst du auch ein Kupferstück und für jeden zweiten Zombie oder so kriegst du, oder wenn du die Horde-Nacht mitbrechst, das brauchst du ja gar nicht so viel. Kannst du auch machen, 10 Münzen machen, einen Kupferbarren oder so. Oder 20 meinetwegen, damit es wenigstens so eine kleine Unterstützung gibt, dass du aus so einer Horde nach rausgehst und vielleicht deine 10 Kupferbarren oder sowas kriegst. Das wäre ja zumindest schon mal so ein Anfang.
Weiß nicht, ob das irgendwie mal umgesetzt werden könnte als Idee. Wenn es denn daran mangelt, dass die keine Idee haben, wie sie es passend zur Geschichte umsetzen sollen. Kann ja auch sein, dass es einfach nicht gewünscht ist. Oh Moment, ich mache mich hier schon wieder tot. So. Das haben wir. Nehmen wir das bisschen Geäst hier gerade noch mit. Und dann gucken wir mal, ob wir mindestens einen Plasmaschocker in dieser Folge schon mal aufgestellt kriegen. Dass ich überhaupt Ästemangel habe. Ich habe nach der letzten Hornenacht da vorne diese ganze freie. Ihr seht ja jetzt diese Schneise, die bis da hinten hingeschlagen ist. Das ist ja durch Raygun, Mörser, Raketenwerfer, dass die Riesen da lang gelatscht sind. Und das ist durch meine Waffen entstanden. Und dementsprechend lag in der gesamten Schneise, lagen Holzbalken, Samen, alles auf dem Boden. Habe ich alles eingepackt. Alles. Und trotzdem habe ich Ästemangel. Unglaublich eigentlich. So. Dann wollen wir nochmal gucken, ob wir hier klarkommen. So, erstes Ziel ist der Jute-Plasma-Schocker. Fallenmaschine, Motor, Stecker. Fangen wir mit dem Stecker an, der ist nämlich am einfachsten. So. Stecker, dann holen wir uns noch die Fallenmaschine. Falsch hier. Zahnrad-Eisenbarren, okay. Zahnräder hat er zufälligerweise dabei. Handvoll Eisenbarren ist auch kein Problem. Fallenmaschine auch am Start. So. Varisator, Quantenschaltkreis und Motor. Aber nicht der, der andere. Den Varisator nehme ich aber schon mal mit. Hiervon braucht man nichts. Den Motor nehme ich mit. Drei Eisenbarren, das kriege ich hin. Was fehlt dir denn jetzt noch? Der Quanten, oder? Nicht, dass ich jetzt noch das Falsche baue hier. So. Guckt es euch an. Das hat ja hingehauen. Jetzt brauchen wir noch eine Menge, Menge Eisen. Das heißt, wir werden noch mal ein paar Äste machen müssen. Mal direkt ein bisschen mehr. Haben wir da Ruhe im Karton. Ansonsten habe ich keine Idee, wie ich noch zu Eisen kommen kann. Oder irgendwie, dass man diese Eisenbrocken vielleicht noch einschmelzen könnte. Das wäre natürlich auch mal eine schicke Idee. Dass man nicht immer Äste für alles braucht. Oder dass man halt sagt, okay, keine Ahnung, aus Baumstämmen kannst du Äste machen. Weil Baumstämme ist ja wirklich so eine Sache, das fliegt ja überall rum. Und kann man ja auch nachvollziehen. Wenn du die klein genug hackst, sind das ja auch Äste. Nee, ich muss definitiv los. Oder kann ich Baumstämme zufällig. Nein, jetzt habe ich Forschungspunkt wieder aufgehoben. Ich teste das mal kurz. Habe ich noch nie gemacht. Ne, kannst Baumstämme hier auch nicht zerlegen. Gut, dann müssen wir noch mal los. Guck gerade auf die Uhr. Ach, wir haben noch reichlich Zeit. Kommen wir richtig gut durch heute. Kommen ja richtig gut durch mit meinem Plan. Sehr schön. Machen wir hier noch ein bisschen das Gestrüpp weg. Laden die Fallen mal noch mal nach. Brauchen wir nachher alles. Und dann können wir ja hier noch mal so ein bisschen am Ufer lang rennen und gucken, ob wir da noch was auftreiben können. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, was habe ich kürzlich erst gemacht. Aber vielleicht habe ich ja was übersehen. Brauche eh Büsche. Machen wir heute einfach mal ganz entspannt hier einen kleinen Strandausflug, wenn man so will. Gucken mal, was wir da auftreiben können. Ist das ein normaler Brocken da vorne? Ja, der gibt uns nichts. Der auch nicht, aber der, wenn ich dran komme. Ne, der ist auch wieder nur Botanik, oder? Ja. Nur Botanik. Gesellschaft. Nee. Der hat da gar nichts an seine Hintern. Ich
frage mich echt, wo der weggelaufen ist. Ich meine, da hast du Leute mit Enterhaken und Metzger, das kann man ja alles noch nachvollziehen. Aber diese Pranger-Typen, wo kommen die her? Ist hier mitten in der Stadt so eine Hinrichtungsstelle oder gab es da wirklich mal so einen Pranger, wo die Jungs immer dran standen? Dass sie da weggekommen sind? Keine Ahnung, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Aber ich glaube, so was solche Sachen angeht, haben die sich sowieso keine genaue Zielrichtung gesetzt, was so die Thematik angeht. Ne? Die gehen einfach so querbeet. Ja, aber kann man ja auch machen. Ich meine, die Story an sich, wenn ich die richtig verstanden habe, sind wir ja hier nicht irgendwie im Survival-Modus oder sind letzter Überlebender oder sowas, sondern das ist ja quasi so ein Trainingsgebiet, wo wir ausgesetzt worden sind. Also ist das quasi ein vorgefertigtes Szenario. Und dann kann man natürlich auch vorgefertigte Zombies haben. Und Laserschwerter. In Kombination mit mittelalterlichen Pfeilen. So, da haben wir noch einen Eisenbrocken. Ich weiß, dafür bin ich eigentlich nicht losgerannt. Ich wollte nur ein paar Äste. Aber wenn wir jetzt schon mal losgelaufen sind, nehmen wir auch ein bisschen was mit von der Botanik hier. Apropos die Rüstungsteile der letzten Hordenacht hatte ich durchgeguckt. Alles wieder nur so 2-Slot- oder 3-Slot-Kram. Ihr habt mir ja in die Kommis geschrieben, dass es teilweise welche mit 4 und 5 Slots gibt, die man selber zuordnen kann. Und ja, auf die warte ich jetzt schlicht und ergreifend, bevor ich anfange, irgendwas aufzuwerten. Also ich denke mal, so 5 Slots wäre ein bisschen übertrieben, das überall zu bekommen. Aber überall 4 Slots sollte ja wohl irgendwie drin sein. Huch, das wollte ich gar nicht. So, nehmen wir hier noch ein bisschen Kupfer mit. Und dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt einen Bogen. Den Bären packe ich, glaube ich, noch ein. Habe ich ein bisschen Muni dabei. Ja, sieht gut aus. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ding aufgestellt bekommen da. Ist denn der olle Bär? Den doch vorhin gesehen hier. Ich eigentlich noch ein bisschen was Tolles zu essen dabei. Sowas zum Beispiel. Und sowas. Das war's. Muss ich mal wieder kochen. Da ist der Bär. Oh, ein Eisbär. Sehr cool. Nehmen wir. So. Ja, reicht. So, dann laufen wir jetzt nach Hause. Krallen uns unterwegs noch die Stöckchen, die wir mitnehmen können. Und dann stellen wir zum Abschluss der heutigen Folge noch den Plasmaschocker auf, den ersten. Und schauen mal, wie sich das verhält. Schade, dass wir das nicht testen können. Aber ich habe heute Morgen, also in-game morgen, den Tag wieder abgespeichert. Also sollte das jetzt hier massiv in die Buchse gehen, weil ich glaube nicht, dass wir viel Kupfer übrig haben werden, um Munition noch nachzulegen. Ja, sollte das massiv in die Buchse gehen, können wir das Ganze nochmal überdenken. Jawohl, so, gucken wir mal, was die Batterien machen. 9 Uhr ist es. Drei voll, ja doch, die kriegen wir voll, alles gut. Perfekt. So, was hat uns denn noch gefehlt zu unserem Glück? Eisen und davon eine Menge. Na dann mal los. Jo. Das Ding frisst und zwar richtig viel. So. Also einmal rauf da.
Was mit den Jungs hier? Habe ich die auch nicht ausgemacht? Oh, bitte doch nicht. Nein, die habe ich auch nicht ausgemacht. Ich bin noch ein Trottel. Was soll man da noch dran hängen? Wind, Solar, Wind. Wind. Eine Solarzelle für zwei Batterien. Ja, wir gucken mal. Muss ich eventuell nachher noch dran denken, das umzuklemmen. So viel Schuss haben wir ja eh nicht. Also von daher, was wollen wir denn? Was wollte ich hier hoch? Brauchen wir alles nicht. Die Mörser regeln das. Die Mörser werden das alles regeln. Haben wir hier noch was drin? Oh. Boah, wie viel kommen denn da jetzt? Und ich bin nicht hoch genug. Nein. Trottel. Dass sie immer noch da hinten reinlaufen, obwohl ich hier bin. Naja. Also jetzt aber. Aus der Bahn. Stellen wir den ganz hinten ans Ende oder stellen wir den mittig? Sagen wir, stellen ihn mittig. Wo habe ich jetzt das Kabel versteckt? Da. Das blaue brauche ich. Zack. Und hier an die grüne Buchse, ja. Zack. So, die grüne Buchs ist. Warum überlege ich so, lege ich sowas über Kreuz? So typisch ich. So, jetzt haben wir es. Wo hatten wir jetzt? Da haben wir die Batterien dran angeklemmt. Läuft. Aufgewertet haben wir auch alles. Läuft. Sehr schön. Ja, nee, können wir schon umklemmen. Perfekt. So, dann sollen die voll laufen, die Dinger. Dann müssen wir dann nur zusehen, dass wir die dann auch aktivieren. Und um da dann auch noch mal eine gewisse Sicherheit reinzubekommen wegen der Wegfindung, weil die ist ja immer noch sehr, wie soll ich sagen, fehleranfällig hier. Ich habe die Faxen dick. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Mach das jetzt über den Weg. Das ist mir sonst echt zu blöd, dass das hier mit diesen Treppen nicht klappt. Ich verstehe es auch nicht. So, jetzt kann ich hier eine hinlegen und jetzt darf ich hier auch eine hinbauen. Bauen wir hier auch noch eine hin und hier auch noch eine hin. Dann könnt ihr Jungs hier definitiv eure Wegfindung haben. Genau, von hier oben passt soweit alles. Das sollte also gehen. Dass wir da keine Probleme bekommen in Zukunft. Weil ich muss ja jetzt aufgrund der Dinger schon alleine ständig hier unten rumrennen. Dass wir das dann schon mal auf der sicheren Seite haben. So, nee, falsche Kiste. Hier hinten wollte ich irgendwo hin. Natürlich nicht an die. An die wollte ich, genau. So, dann holen wir uns jetzt hier noch die Ziegel raus. Machen noch ein paar von den bearbeiteten Steinen fertig. Hier. So. Und dann wertet man den ganzen Quatsch hier natürlich noch auf Stein auf. Wollen ja hier keine Probleme kriegen, ne? So, und dann hier mindestens eine Leiter. Wenn es geht, sogar alle. Geht nicht. Egal. Kriege ich den Fuchs? Krieg ich den Fuchs nicht. Gibt's doch gar nicht. Er gibt mir nicht.
Ne, darf ich nicht heute. Gut. So, dann würde ich sagen, jetzt haben wir ein bisschen überzogen. Ist aber nicht schlimm. Alles wird gut. Ich würde sagen, wir machen dann für heute erstmal Feierabend. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und würde mich natürlich noch mehr darüber freuen, wenn wir uns hier morgen vermutlich zu einer weiteren, ja, Kupferbeschaffungsrunde wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.